Hallo liebes YouTube und willkommen zu einer neuen Folge God of War hier bei uns auf dem Kanal. Wir sollen einen Kopf wiederbeleben und zwar diesen Kopf, der da hinten bei uns dranhängt. Der ist doch schon ganz blau geworden. Und dafür müssen wir ihn zur Hexe bringen. Und der Junge weiß, wo es lang geht. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, was haben wir denn da? Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Mach mal auf. Dankeschön. Ein Säckchen. Symbol des Trotzes. Das ist doch was für dich, Junge, oder? Komm, wir gehen hier unten durch. Ich hoffe, das ist richtig. Aber ich gehe mal von aus. Ach, wie schön. Schön im Schnee rumstapfen passt ja auch schon fast zur Jahreszeit. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, den Wald mit den Blutroten Blättern. Das ist. Ich weiß, wo wir hin müssen. Na dann. Spring. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Naja, klar war er nett. Schauen wir mal. Wir haben hier so ein schönes Portal. Wir gehen aber erstmal hier rum, weil es hier nichts gibt. Genau. So. Da. Borgsladen, der Gipfel? Ja, da würde ich doch in Borgsladen gehen, oder? Oder wo sind wir näher an der Hexe dran? Die Reise, die Flusslande? Wo ist denn jetzt am nächsten für die Hexe? Ist doch schon da, oder? Nee, Quatsch. Der Berg? Hier sind wir jetzt aktuell, ne? Genau. Ja, dann gehen wir dahin. Wo war denn die nochmal, wo die roten Bäume sind? Oder nur hier. Ach nee, hier ist ja die Schildi. Genau, genau, genau. Okay, alles klar. Dann gehen wir da irgendwie hin. Da können wir noch gar nicht hin. Was wir noch gar nicht entdeckt haben, oder? Ah, Boxladen der Gipfel. Also hier kann ich ja nichts weitermachen. Da kann ich nur in den Laden zurückkehren. Das wäre zumindest am nächsten dran. Und dann rommeln wir darüber. Ja, dann. Let's fetz. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott. Baldur, und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Und Kopf weißt weiß du, viele Sachen. Insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der Letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. So sieht's doch aus, Junge. Ui. Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, Fahr. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Dankeschön. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwurschteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Noch ein Zeichen. Okay. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Ja, lüsch. Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, aber mehr kann ich doch eh nicht machen, ne? Vergisst. Und wenn er mal Klauenbogenverbesserung? Schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen.
und natürlich den Krebs. Er fehlt. Was? Der Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß. Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Ich nehme mich jetzt Pause. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, ne? Der ist ja auch durchaus sinnvoll, der Bogen. Weißt du schon, was du bist? Okay. So, mehr können wir sowieso nicht uns leisten, ne? Nee. Nicht genug Ressourcen. Okay. Da war doch noch etwas. Was denn? Weiß nicht, was du meinst. So, Abmarsch. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Ein Boot finden, das ist die leichteste Übung. Und da haben wir wirklich jedes Mal hier ein neues. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Hinter die große Torstatue. Ach, da. Wahrscheinlich hier drüben lang. Welche Geschichte wolltest du erzählen? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Ja, ich bin der beste Geschichtenerzähler, den es gibt. Der allerbesteste. Eigentlich ist das ein langer Fluss. Ja genau, jetzt kriegen wir auch diese roten Kisten da weg, ne? Die wir da gesehen haben. Boah, das ist ja lang hier. So, ja schau. Achso, Moment. Ich muss noch ein Stück rückwärts und wenden in drei Züge sozusagen. So. Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Du hast es wieder gewusst. Ist klar. Kommst du bitte? Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Genau. Das klingt gut. Da sind wir ja schon. So, jetzt kommen wir ja auch hier überall ran. Hui! Na, was ist denn hier los? Raus mit dir, du Sack. Jetzt. Was, Gegner? Wo? Da. Oh, hallo. Hallo? Ja, komm, Feuer frei. Mann. Vergiss einfach, so einen Mann zu aktivieren. So. Jetzt gehen wir nochmal dahinter. Habe ich doch gerade was entdeckt? Ja. Das? Ich wette, hier geht's raus. Aha. Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Runen lesen, es birgt auch die Weltenruhe. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Aha. Die Weltreisekammer, was ist das für ein Ding? Ist das nur ein Lämpchen oder ist das hier, hat das nichts zu sagen? Ja. Okay. So. Ich hab doch hier noch was anderes entdeckt.
Kann man hier noch höher? Oder macht das keinen Sinn? Peter, geht's da hoch? Nö. Ah. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Offensichtlich nicht. Bin ich ja hier wieder draußen. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Warte, ich muss noch mal runter. Ich glaube, wir hatten da noch nicht alles, oder? Machen wir das. Ach, da müssen wir wahrscheinlich später noch mal durch. So, warte, das hier. Ach, hier haben wir wieder so ein Steinchen irgendwo, ne? Ja. Die liegen ja Gott sei Dank überall rum, die Dinger. Komm her. So. Bumm. Ohne Mann, Feuer. Junge. Interessant. Interessant. Hat er gesagt. Wissen hinzugefügt. Gebet an Frick. Gelobt sei Frick, freigebige Frick, in der Welt ihr hellstes Licht, die der Welt ihr hellstes Licht schenkte. Den jungen Baldur strahlender Gott, stolz der Asen, Odins Sohn und Erbe von Asgard, lang möge sie ihn beschützen, lang möge er uns beschützen. Gelobt sei Baldur der Goldene, gelobt sei Frigg von allen geliebt, gelobt sei Allvater Odin. Es scheint, als wäre niemand, der sein Vertrauen in die Asen legte, noch unter uns. Aha. Fähigkeiten. Ah, ja. Oh. Na holla, die Waldfee. Was ist das hier nochmal gewesen? Schockpfeile verursachen mehr Schaden. Ja klar, komm. Sehr gut. Was gibt's denn hier noch Neues? Lichtpfeile verursachen größere Explosionen. Betäubungsschaden. Schockschaden. Das kann ich mir nicht... Nee, da muss ich erst das hier machen, ne? So, was gibt's denn hier Schönes? Das haben wir alles schon. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden deutlich. Na los, wenn's deutlich ist, dann müssen wir das mitnehmen. Erhöht die Feuerrate. Oh, das ist gut. Das können wir uns noch nicht leisten. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Was ist das? Deutlich mehr Schockschaden. Deutlich mehr Betäubungsschaden. Ja. Das nehmen wir noch mit. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich mir jetzt hier beim Ausweichen W gedrückt und drücken Sie... Okay. Und das ist... Und dann drücken Sie mit bloßen Händen um... Ah, okay. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. So, und dann haben wir das beides noch hier. Schockpfeile. Naja gut, das kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich glaube, das geht schon. Geht schon gut voran. So. So, ne Mann, jetzt wird der Kopf wieder belebt. Wie geht es dir, Charlie? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Charlie. Charlie. Servus. Bereit machen! Sehr gut. Ja. Haltung. Jetzt macht die Kacke, oder? Du bist konzentrierter. Muss ich zugeben. Komm, lesen. Lies vor. Say to the Needings über jeden Eindringling. Genau. Ja, würde ich auch sagen. Oh, Wissen hinzugefügt. Es steht dasselbe da. Okay. Warte mal. Hier war da auch noch was, ja. Was steht da? Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Hm? Okay. Da geht's dann hoch oder geht's gerade hoch? Ich weiß nicht, sollen wir da hoch? Ich
muss ja zur Hexe, ich weiß, aber ich lasse mich mal. Hier können wir ja auch noch ein bisschen rumgucken. Weggemanscht. Junge, Junge, Junge. Hallöchen. Verschlossen? Das geht also auch noch nicht? Okay. Ich habe ich. Gute Frage, was machen wir jetzt damit? R. P. X. I. Ach du Scheiße. Hier, Junge. Komm mal her, Junge. Schau mal. Ich kenne diese Runen. Das ist Windr. Wind muss zu der Sandschale da unten gehören. Aha. Diese Information hilft uns jetzt inwiefern? Windr. Windr Schminder. So, hier kann man aber auch nichts machen, ne? Was machen wir hier? Nichts. Geht auch später wahrscheinlich. Oder habe ich noch irgendwas, eine andere Möglichkeit? Nö, ne? Nö. Nö. Wahrscheinlich noch nicht. Na gut. Gehen wir mal dahinter zu diesem Leuchtefix. Okay, hier kann ich auch noch nichts machen. Okay. Ah, was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Wind. Was ist das? Es ist was passiert. Aha. Wie habe ich das gemacht? Ahirsch. Runenbeschwörung. Beschwört einen Spektralhirsch, der beim Laufen zerstörerische Energie entlädt. Ah. Sturm der Hirsche. Aha. F gedrückt halten. Tja, was nehmen wir? Was ist denn da jetzt am besten, ne? Wir hatten jetzt die Vögel. Fand ich gerade nicht schlecht. Ja, dann machen wir den Hirsch. Der macht mehr Flächenschaden, glaube ich, ne? Sehr gut. So, gehen wir jetzt mal zum Hexi oder nicht? Hexi, Schmexi, Schmexi. So. Guten Tag, Hexe. Ich bin da. Vater, sie ist hier. Wo denn? Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. Aha. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Jo. Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie.
Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Danke. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Junge, Junge, Junge. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tirs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Aha. Was sind das für komische Dinger, hä? Man weiß es nicht so genau. So, da geht's zurück zum Boot, ne? Nee, da ist ja kein Wasser mehr drin. Oh, warte mal. Wir sind doch letztens da runtergeballert irgendwo. Zack. Da war doch noch eine Kiste. Die haben wir geholt gehabt. Ja. Da ist ein N. Ja. Das R wie Richard. Kann man die eigentlich zerballern dort? Ah, okay. Aha. Ob's mal da nochmal rüber? Hier ging's nicht weiter, ne? Nee. Okay. Ah. Oder? Bin schon schlau. Schlauer Bub. Ah ne, warte. Das kann ich ja mitnehmen. Super. Habe ich das Ding schon übersehen oder noch nicht? Ich glaube nicht, ne? Ne, da müssen wir. Vielleicht doch mal darüber. Damit. Schlopp, schlopp. Nö. Oh. Da
Was man hier so alles findet, das ist ja der absolute Wahnsinn. Junge. Wie ist das? Noch eine Karte, super. Ja. Das ist ja das reinste... Dann holen wir uns mal eben die Truhe. Die war. Wo war die nochmal? Da unten. Schon vorbeigerannt. Noch ein Hörnchen. Sehr gut. So, ich gehe nochmal dahinter. Ich weiß nicht, ob ich das schon muss. Oder kann zumindest. Da kommen wir nicht rein, das wissen wir, oder? Kommen wir da schon rein? Nö. Nee. Magisch verschlossen. Mhm. Eine Wiedergängerin. Tschüss, Wiedergängerin. Erledigt. Ja, haben wir gemeinsam geschafft. Aha. Weißt nur nicht, wie wir sie erreichen können. Warte, Papa kommt. Aber Papa wird's schon richten. Ja, ich hab's doch gesehen, da bin ich doch gerade hin. Verrückter Junge. Wie komme ich da hin? Aha. Oh, da ist ja eine fette Truhe. Oh. Eine fette, fette Truhe. Ich kann das Ding zwar rumschieben, aber jetzt müsste ich halt versuchen, da hinten hochzukommen. Ah, da komme ich noch nicht hoch. Okay. Ist auch wieder so ein später Ding. Okay. Da wissen wir Bescheid. Da drüben ist das Boot. Das weiß ich doch nicht, Junge. Frag mich doch nicht so Sachen, weißt du? Woher soll ich denn das wissen? Da können wir das Ding doch schon mal in die Mitte schieben ein bisschen, oder? So. Für später. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen. Das hier, fliegender Teppich. Lustig. Gut. Greifen wir ab hier. Ab zum Atreus, Boot. Hier. Zack. Sehr gut. Da haben wir doch zumindest mal ein paar kleine Geheimnisse gelüftet. Ah, warte mal, die Kiste da drüben. Vielleicht können wir uns die auch schon schnappen. Oh, das ist natürlich blöd gewesen. Aber es hat gereicht. Ja, damit. Fester Stahl. Sehr schön, ihr Lieben. Und was ich auch sehr schön fände, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt auf die Folge. Da sehen wir uns wieder in der nächsten, wenn wir endlich das Boot besteigen und mal so richtig davon brausen. Vielleicht sogar ins Land der Riesen. Schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss.